Tanzen wie die Cracks. Die Hip-Hop Academy zeigt, wie es geht und in den Sommerferien sogar kostenlos. Vom 26. Juli bis 25. August laden Asklepios und Hamburger Abendblatt Kinder und Jugendliche zu insgesamt 5 Tanzworkshops ein. Diejenigen, die dort teilnehmen werden, werden sehr extrem gefördert und die lernen ihre Grenzen kennen und erweitern ihren Horizont psychisch und physisch. Das bedeutet, ich mache ein bisschen Workouts mit denen, zeige denen die Grundschritte vom Hip-Hop-Tanz und die lernen auch was über die Hip-Hop-Geschichte kennen. Das Training ist hart. Okay, ihr quatscht, wir machen 30 Burpees. Doch auch weniger sportliche Teilnehmer sind willkommen. Wichtig ist nur der Spaß am Tanz und der Musik. In den jeweils 3-tägigen Sommerworkshops tanzen die Kids in 2 Altersklassen, von 6 bis 10 Jahren und von 11 bis 14. Ich mache schon Fortschritte, aber an den Freezes ist es das Schwere, dass man das Gleichgewicht finden muss. Und das dauert schon eine Weile. Wenn man es einmal gefunden hat und dann verliert, muss man es nochmal finden und immer wieder. Und je öfter man es gefunden hat, desto sicherer man ist, ist man. Wichtig ist, in der Hip-Hop-Kultur ist wirklich jeder willkommen. Es ist egal, welche Nationalität, welche Sprache du sprichst und vor allem Tanzen bindet. Oft hat man vielleicht eine Sprachbarriere und die Körpersprache ist der erste Moment, wo man einander besser kennenlernt. Und so lockert sich alles und es kommt zu einem sehr guten Ambiente. Und das ist allgemein in der Hip-Hop-Kultur so. Hip-Hop vereint. Die Workshops werden in Bergedorf, Billstedt und auch St. Pauli angeboten. Wer mittanzen möchte, muss schnell sein. Die Plätze sind auf 40 Teilnehmer pro Gruppe begrenzt. Weitere Informationen zu den Workshops und Teilnahmebedingungen gibt es auf abendblatt.de/tanzmit. Die Anmeldung ist auch möglich unter Telefon 68 86 0955 oder per E-Mail.